Okay, wir hoppeln einfach weiter in diesem Spiel hier namens Hitman, was nicht super für episodisches Content geeignet ist, aber irgendwie muss ich das hier trennen. Ah, noch so ein bisschen. I should have clearance. The name is Zaina Kazim. Sir, I understand. But you can't enter without being searched. It's standard procedure. This is ridiculous. Well, that's how it is. Think about it and come back if you want. I'll be waiting upstairs in the reception. Understood? Crystal. Ein verdächtiger Mann hat einen Termin mit dem persönlichen Assistenten seiner königlichen Hoheit. Achso, mit der persönlichen Assistentin. Achso. Also übrigens an sich finde ich das eigentlich nicht gut, dass das Spiel das diese Informationen zusammenfasst. Aber vor allem, er möchte nicht durchsucht werden. Das klingt so, als hätte er eine Waffe für uns, ne? Masa ist der ein bisschen näher hinter diesem Zepter. Der Himmel ist nicht, ist das diese Grenze. Er findet die Ausstellung total wichtig, bla bla bla. Achso, das Ding hat natürlich, heißt noch natürlich Burj Al Khazar, selbstverständlich. Ich könnte mich an einen Gig wie diesem gewöhnen. Schöne Aussicht. Ah ja, er mag den Security-Geek hier. Ja, ja. Was ist der Art Expression Accumulus? André Schweiß, Louis Art, Airpress Dot, Paint Taste Magazine. Ja, schön, dass die noch allerdings stehen. Wenn ich hier so eine grüne Wände wäre, würde ich ja gerne auch irgendwo woanders sehen. In der Welt. Einfach nur, um das Leben besser zu machen. Also so grünere Städte wäre halt irgendwie schön. Aber leider sind das immer sehr aufwendig kuratierte Gärten. So, das ist hier unser Ziel. Guck mal, noch mehr Münzen. Ja doch, hier ist ein bisschen ruckelig. Also es fühlt sich nicht ganz so... Es sind ein bisschen viele Zeugen hier, ne? Ich könnte das Ding hier überwinden und irgendwo runterkrabbeln. Ich meine, hier gibt es ein paar viele Zeugen. Das wäre ein bisschen auffällig. Hatten wir das in den Hitman-Spielen eigentlich schon, dass das irgendwo so Attentäter gibt? Wenn ich hier die Media-Influencerin könnte ruhig mal weggehen mit irgendwelchen Garten-Dingsbums. Wir müssen ja diesen Dude hier mal loswerden. Oh! Witzig, dass er mich nicht auffällig findet. Was haben wir denn hier eigentlich Schönes? Soundsystem? Achso, das kann ich zum Ablenken einschalten. Ah ja. Ja, aber das Ding ist, ich komme an den verdächtig guckenden Mann leider auch nicht so richtig ran, ne? Oh shit. Jetzt guckt sie sich das Ding an, aber das bringt mir das irgendwas? Eine Oase zwischen den... Ohne Wettbewerb, die größte Innenoase. Wunderschöne Stadt. Lass uns dir helfen, das zu manipulieren. Ja, 121 ist Atrium Garden. Okay, das sind die beiden Schocke, die wir haben. Vielmehr, also hinten ist die Installation. Ist so ein bisschen die Frage, wie wir von hier aus weiterkommen. Ja, der Shady Mann hat aber sonst nichts vor. Ich kann halt irgendwelche Leute ablenken, also welche Influencer. Ich meine, ich könnte die beiden einfach umschlagen dann werde, und die Influencer weghauen, dann wäre hier auch niemand mehr, den ich immer noch sehen würde. Aber das ist ein bisschen fair Aufwand für eine vielleicht Variante. So, was ist das hier noch? Hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein, oder? Careful around here, sir. Ah ja, das ist im Bau. Okay, gut. Denn sollte ich mal langsam anfangen zu rennen, weil sonst werde ich hier noch alt, ne? Was gibt es hier noch Schönes? Achso, hier geht's runter. Lucy Phillips? Wer ist denn jetzt Lucy Phillips? Die talentierte Lucy Phillips hat sich immer gedacht, dass die Künstlerszene nicht stark genug ist. Achso, das war die versucht hat, den anderen Typen dazu überzeugen. Okay, jetzt sind wir wieder unten. Okay, gut. So, nee, wir sind nicht wieder unten, wir sind wieder im Atrium, wo ich gerade schon war. Also ich könnte zumindest über die Brüsten rüberspringen. Dann komme ich zwar mit meinem Mord immer noch nicht weiter, aber... Kann ich eigentlich noch tiefer gehen oder geht es hier im Rahmen dieses Levels nicht tiefer? Nee, tatsächlich nicht. Hm, na gut. Wenn wir uns also eine random Frau verkleiden wollten, dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal eine Verkleidung. Oh, kann ich Fahrstuhl fahren? Kann die aber stumm Fahrstuhl fahren? Nein. Das war eigentlich witzig, der Kontrast, dass sie hier... Auf der einen Seite haben sie diese... Ist hier Marmorböden und alles super teuer und Dings. Aber dann... Letztendlich haben sie doch noch nur 15 Plastikflaschen, weil dafür haben sie wiederum kein Zeug. Was genau kann ich eigentlich machen, also als normaler Tourist? Weil ich komme ja eigentlich nur in dieses... Ich komme hier in das Atrium drin, kann mir hier so ein Dings geben, kann mir irgendwie die Touren wieder langweilige Scheiche und Scheiße erzählen und dann wartet hier, ne? Mehr kann ich hier nicht machen in dieser Bude. Weil alles andere, ich meine, hier hinten ist noch eine Bar, kannst halt ein bisschen networken, aber im Großen und Ganzen ist das der gesamte Inhalt dieses Ortes, ne? Du kannst halt nicht wirklich viel... Ne, da oben kannst du jetzt noch hoch. Ich sollte vielleicht oben mal zur Kunstausstellung gehen, ne? Natürlich, warum ich, wenn sie sich rausmachen? Ach ja, gut. Wir könnten irgendwelche random Leute über die Brüstung schmeißen, oder? Weil das ist doch hier offen, ne?
Giftgefühligen des Vaters? Also wir hören nur die Stimmen von übel weit weg. Na gut. Sky is the Limit bei Lucy Phillips. Ah ja, okay, das ist. Ah ja, das geht darum. Das ist die Kunstausstellung, von der wir so viel gehört haben. Lasse dich selbst fallen in die. Oh, ich krieg's nicht auf Deutsch, ne. Dieser beim aufsteigenden Stern der Kunstwelt, Lucy Phillips, dieses wunderschöne Ding gemacht hat, ist großer Öffner auf dem Burj Al Khazali. Wir sind sehr stolz, das zu präsentieren. Ihr letztes Meisterstück und ja, ist immer noch das gleiche Stück wie vorher. Ja, nee, super. Also waren hier diese komischen Wolken. Restricted Access, das ist natürlich wieder super. So kommen wir ja auch nicht weiter. Wir haben die Balkonbalken entdeckt. Und welche Helikopter fliegen auch an. Müsste das nicht relativ laut sein? Vor allem sehen die Wolken hier so ein bisschen. Wir sind über den Wolken, ne? Ist das eine Flasche? Hatte das auch? Partner, self-entitled and arrogant little. Oh, er sucht eine bestimmte Flasche zu trinken. He's done more damage to the world than you could dream. Also könnte ich ihn hier und jetzt einfach umbringen, wir hätten das hinter uns. Naja, leider habe ich kein Messer bei. Er sucht eine Flasche eines bestimmten Getränks, habe ich gerade gehört. Das hat das Spiel übrigens nicht vermerkt, oder? Ah doch, Angel Share. Sucht eine ganz bestimmte Whiskyflasche. Die Flasche wurde speziell für ihn bestellt, war aber unauffindbar. Ja gut, das klingt nach einem relativ schwierigen Aufbau. Wir müssten die halt finden, also wir finden die bestimmt. Okay, hier gibt es einen relativ einfachen Weg in die Dingens, wo mich keiner sieht. Ah, das ist eine Frau, das ist schlecht. Gut, die Klamotten bringen uns wahrscheinlich eh nichts. Das ist auch ganz geil, dass die Authorized Personal Only Türen alle offen sind und keine Keycard brauchen. Mit den Wolken kann man hier bestimmt auch was machen. Vielleicht irgend so einen Scheich dahinter parken zum Beispiel. Das wäre sicherlich witzig. Looking good, man. Looking good. Aha. Schön, dass du mir Komplimente. Was ist das denn für komische Buchstaben hier? Hier haben wir noch eine Tür. Also es gibt mehrere Türen in die Hinterwelt hier rein. Was soll das denn Buchstaben darstellen? So, das ist noch something we inherit, but something we borrow from the next generation. Aha. Ich weiß nicht, ob die nächste Generation großes Interesse an irgendwelchen komischen Paläste hat. Dann kommen wir hier wieder raus. Ah ne, das ist. Doch, wir sind. Ah, da vorne ist das Ding, wo ich nicht reinkomme. Okay, gut. Wir sind jetzt also quasi einmal erfolgreich im Kreis gelaufen. Wer hätte es auch gedacht? Ich meine, das ist eine ganz schön kleine Ausstellung, ne? Aber trotzdem ist das, finde ich, ist ein bisschen selbstironisch, so ein Zitat sich an die Wand zu pappen und dann hier halt so ein. Naja, so ein Palast hier halt zu haben, ne? Das ist halt irgendwie ein bisschen drüber. Naja, wo können wir noch was hier machen? Aber ich glaube, wir haben jetzt den öffentlichen Teil. Ach, das hier mit so. Soll man da durchlatschen? Anscheinend löst man das. Es gab in Tokio, gibt es das. Team Labs. Das sind zwei verschiedene Ausstellungen. Es gibt das Team Labs Planet und das Team Labs andere. Ich war in den kleineren davon, was andere gerade im Umbau war. Und da gibt's, ist so ein 4D-Erlebnis. Da kannst du dann auch durch Wasser durchlatschen und. So, okay, dann fangen wir mal an, hier die Innenseite zu erkunden. Okay, da unten stehen zwei Leute. Ich könnte hier welche Elektrokästen. Ich muss nochmal Werkzeug sammeln. Und vor allen Dingen muss ich in irgendwelche Etagen kommen, wo ich nicht sein soll. Und ich fürchte mal, wir müssen früher oder später anfangen, Klamotten einzusacken. Für was auch immer wir noch vorhaben. Ich hätte auch über die an der Einstellung über die Brüstung springen können. Es ist auch sehr faszinierend eigentlich, wie sobald irgendwie das der öffentliche Raum verloren geht. Ist das Zementen? Nee, ich brauche einen Brechstein für. Okay, dann würde ich sagen, wir verkleiden uns mal als Techniker, oder? Okay, oder wir machen das vielleicht nicht, weil ich gerade irgendwelche Leute auf mich aufmerksam gemacht habe. Und verstecken uns erstmal in diesen glücklicherweise massig aufgestellten riesengroßen Kisten. Herr Prinz, mir wäre es wahrscheinlich ganz klug, erstmal dieser Techniker zu werden. Also hier alles im Anzug zu machen, ist halt was für Leute, die Map schon kennen. Das kann ich jetzt wirklich nicht viel mehr sagen. In der Tat, nicht wahr? Warte mal, jetzt ist er eigentlich. How's it going up here? We're good for now. But we've only got one fuse left in the fuse box over there. If that blows, we might get some irregularities with the lights. Lucy will. She'll flip. She demands perfection. Lucy will Perfektion.
Aha. Yeah, we'll sell out eventually. Well, just make sure we don't ballast everything, okay? Don't worry, we'll be fine. Die Lichtinstallation brennt durch, wenn man sich zu sehr belastet, wenn man alles gleichzeitig anmacht. Und sie haben keine Sicherung mehr. Und hier hinten stehen irgendwelche komischen, schrottigen Motoren für den Strom. Wirklich? Aber wir könnten übrigens uns eine Brechstange nehmen. Achso, hier hinten könnten wir jemanden erschlagen mit einer Winde. Dafür müssten nur diese beiden Leute aus dem Leben genommen werden. Ich brauche mal diesen Schraubenzieher, danke bitte. Als Servicetechniker nehme ich sowas gerne. Also wir haben jetzt zumindest schon mal einen... Das wäre leider ein bisschen laut. Aber aktuell habe ich eigentlich gar kein Interesse daran, den Sicherungskasten aufzubrechen. Ne? Das ist ja eigentlich voll nicht notwendig. Wollte ich gerade. Ach ja, genau, ich wollte gerade darüber rumbitschen, dass es, dass sobald man hinter den Fassaden ist bei solchen reichen Orten, dass es dann auf einmal wieder komplett schlecht aussieht. Das ist ein Ding, das war. Irgendwie werde ich jetzt lauter Japan-Parallelen ziehen, aber das ist halt gerade so der eine Ort, wo ich mal war, weil ich ja sonst nicht so viel rauskomme, wo die Welt ein bisschen anders war als das, was ich kenne. Und in Dubai auf dem Flughafen habe ich offensichtlich nicht angefangen, irgendwo durch irgendwelche Türen zu gehen, weil ich wollte eigentlich wieder nach Hause. In Japan war es auf jeden Fall so, dass die... Japan hat ja auch so ein sauberes Irgendwas-Dings, zumindest in Tokio und in den Städten. Und das, aber sobald du halt irgendwelche Nebengassen gehst, wird es halt auch wieder dreckig. Dann siehst du irgendwelche halb verrosteten Klimaanlagen und so weiter und so fort. Und das hast du halt übel oft, dass du halt irgendwie, dass die Orte nicht durchgängig sauber sind. Und ich glaube, man kann den technischen Hochstand in der Gesellschaft daran erkennen, wie viel saubere Dinge es gibt. Sichere Zone überschreiben, fehlende Sicherung. Achso, ich müsste die Sicherung. Ah. Achso, ich kann dieses Becken zu einem Elektrodings machen. Also viele dieser Sachen, also ich glaube, einige dieser Sachen, die wir hier sehen, könnten tatsächlich auch gar keine Mordmethoden sein, die man irgendwie realistisch, zumindest ohne riesengroßes Setup, tatsächlich durchkriegen würde. Sondern. Hier fehlt auch eine Sicherung. Sondern die sind halt für diese anderen Elusive Target-Dinger, die es noch so gibt. Ich könnte mal einen Lautsprecher fallen lassen. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, jemanden umzubringen. So, was haben wir hier Schönes? Die Sonne. Ein Tipp für einen Techniker. Hinweis an alle. Passt auf, dass ihr die Sicherung nie wieder einsetzt, bis wir die Elektronikprobleme mit der Sonne gelöst haben. Das muss umgehend angegangen werden. Sobald es fertig ist, sagt ihr Laura Bescheid, dass es sicher ist. Wer auch immer das repariert, auf dem wartet eine schöne Überraschung. Ich bleibe den Großteil des Tages am Eingang. Okay, wir können einfach erzählen, dass es fertig ist. Also ist das hier die Sonne? Hier ist einfach irgendeine Lampe. Also wir haben hier diverse Lautsprecher, die wir irgendwelche Leute fallen lassen können. Das ist halt auch ein riesengroßer Doppel... Ich meine, gut, das ist halt wahrscheinlich... War da gerade eine Sicherung? Braucht gerade einen Pomp für irgendwas. Ach hier, für die Brechstange. Also zumindest die Brechstangen sind relativ trivial heranzubekommen. Wir haben schon zwei. Brechstangen auch sehr wichtig, um die Leute in den Kopf zu werfen. So, und ich glaube, wenn ich da runtergehe, das ist der Stuff-Bereich, ne? In dem ich... Oder der unten hat eine Sicherung. Es kann übrigens nicht sein, dass in diesem ganzen Gebäude keine Sicherung zu finden ist. Abregungsübung morgen 9? Ah ja, es gibt eine Abregungsübung. Wie schön. Was können wir uns... Oh, der Code lautet 6927. Verrat bloß nicht deiner Mutter, sonst muss ich die erschießen. Ja, beide Etagen sagt mir. Okay, das können wir wahrscheinlich... Das ist ja gar nichts. Das können wir bestimmt wie ausnutzen, die Lockdown-Übung, ne? Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite von da. Wir hätten aber wahrscheinlich auch rüberspringen können. So, können wir hier einfach überwinden? Natürlich können wir einfach überwinden. Sorry! Eventuell habe ich es verkackt. Und ich habe auch nichts rausgefunden. Er ist da oben ziemlich alleine, ne? How many times do I need to tell you? Follow me. So, mein Guter, dann kommen wir mal hier rüber. Und. Kommen wir mit hier? Mit wem denn? Oh. Aber die Frau ist nicht tot. Die Frau ist immer noch nicht tot. Okay, gut, dann müssen wir wohl ein bisschen improvisieren. Wo sind meine Ziele? Eins ist unter mir. Ah, der ist noch ein Tierstockwerk tiefer.
So kommen wir wohl ja nicht an ihn ran, oder? Warte mal, wir haben doch noch diese Kamera. Ich habe ja die Servicetechnik. Ich werde gleich laden. Ich habe die Servicetechnik gar nicht. Ich glaube, ich muss die ganze Mission gleich nochmal spielen. Bringt die Kamera eigentlich auch irgendwas? Achso, ich. Ah ja. Okay, die Kamera bringt in der Tat was. So, kann ich das Ding hier irgendwie runterfahren lassen oder geht das nicht so einfach? Ah, so knapp hier einen Winkel auf das Ziel zu kriegen, ne? Ich kann das scheinbar nicht. Ich glaube, ich darf nicht zu lange machen, sonst mit meinem Amoklauf hier. Ich habe noch nicht richtig Spray. Okay, ich lade jetzt erstmal. Und guck mal, wo wir überhaupt landen. Wie schön haben wir es? Das ist, okay, dann machen wir wahrscheinlich das hier. Bevor hier irgendwelche schlimmen Dinge passieren. Ich wollte auch erstmal in Ruhe mir das Level angucken. Also ich habe fest vor, nicht chaotisch mich durchzuschießen. Es ist natürlich interessant, dass die Wachen schallgedämpft sind. Ah ja, okay, das ist, was wir gerade erfahren haben, das wussten wir schon. Also, da oben gab es sowieso signifikant nichts zu entdecken, ne? Dann gehen wir erstmal in die Richtung hier, aufs Landedeck. Anscheinend als Techniker können wir erstmal nicht erkannt werden, das ist eigentlich ganz gut. Ich meine, wir sind offensichtlich auf die Kunstinstallation beschränkt. Hä? Was ist das denn hier? Was? Sind das für Pendel? Was sind das für Pendel? Ist das auch eine Kunstinstallation? Also ich hatte irgendwann mal gesehen, dass so riesengroße Gebäude haben das mal, haben so ein Ding, dass diese innen drinnen eine riesengroße Stahlkugel haben. Ich glaube, das Burj Khalifa, was glaube ich, wonach das hier nachempfunden ist. Das hat, glaube ich, innen drinnen so eine riesengroße Kugel oben, um das auszugleichen, den Wind oder irgendwie sozusagen konstruktionstechnisch. Muss man da irgendwie... Okay, wir könnten uns als Pilot verkleiden, wenn wir unbedingt wollten. Die Frage ist nur, wollen wir das? Oh, die Wache habe ich gesehen. Das ist ja eigentlich alles gar kein Problem. Jetzt habe ich, glaube ich, nur eine. Ich habe, glaube ich, nur eine Brechstange, ne? Ja, ich habe eine Brechstange. Wäre aber auch gar kein Problem. Aber eigentlich würde ich nicht schon anfangen, Leichenberge aufzutürmen. Auf der anderen Seite wäre es eigentlich eine easy Methode für mich, hier Leute aus dem Leben zu nehmen, ne? Weil der Pilot scheint ja nicht besonders aufmerksam zu sein, rennt wahrscheinlich eh gleich wieder zurück. Da hinten, ach, das ist ein Dingsfass, ne? Ist auch ganz gut, dass die Menschen in Hitman spielen, die irgendwie so periphere Visionen haben. Wir könnten das Ölfass durchbohren und dann ist hier irgendwo ein Brandfall verursachen. Ich hole mir einfach mal den Piloten. Einfach, ich glaube, dass das voll die gute Idee ist und jetzt nicht aus Versehen sein Genick brechen. Den wird ja wahrscheinlich keiner finden, wenn der hier hinter der Ecke liegt, oder? Also genau hier? Das ist eigentlich ein guter toter Winkel. Ich meine, die Wache, die hier gerade hergelaufen ist, hat den ja auch nicht gesehen. Oder? Helikopterpilot. Ich meine, die Beine gucken zwar ein bisschen hervor, aber... Rotorman. Ja, den sieht doch niemand! So, kann ich jetzt mit dem Helikopter irgendwas machen? Ich glaube, der Helikopterpilot hat noch weniger. Wir könnten hier auf jeden Fall ein riesengroßes... Also es könnte wahrscheinlich einen Fluchtweg versauen. Für einen der Dings, wenn der Alarm ausgelöst wird. Weil ich nehme an, das ist der persönliche Fluchthelikopter eines unserer Ziele. Oh, hier ist eine Tür. So, dürfen wir hier sein, ist die Frage. Scheinbar. Weiß nicht genau, wo ich jetzt eigentlich bin. Und von der Steingarten. Ja, das ist... Warum haben die eigentlich so einen englischen Akzent? Das ist ein bisschen irritierend. Aber das war generell das Problem, wenn die Hitman spielen, ne? Dass die einzelnen Charaktere immer irgendwie komische Akzente haben. Also immer so einen britischen Akzent. Das macht in der nächsten Mission Darthmoor voll viel Sinn. Aber ansonsten halt irgendwie nicht so doll, ne? Okay, hier darf ich also überall sein. Ja, der Head of Security zu werden, könnte auf jeden Fall viel bringen. Okay, er schläft. Also die einzige Security, die im Security-Raum schläft, ist sowieso am Pennen. Ja, nice. Wir können hier einfach vorne reingehen, oder? Yeah, I just want to remind you about the lockdown drill tomorrow. That's right, 900 hours. And the key cards are 900 hours. Reden Leute wirklich so, dass sie halt sagen, so ab 300 finden die 3 Uhr nachts rein? So geil, dass die 627, den Code habe ich mir schon geschrieben. Den habe ich von gehört, also genau hier war ich. Ruckel, ruckel, ruckel. Wir können eine Banane klauen.
Das auf jeden Fall. Ich kenne den Typen auf jeden Fall irgendwie. Oh, eine Penthouse-Schlüsselkarte. Tastenfeld? Achso, das ist bestimmt für die Tresore, oder? Kann ich das einfach tippen? Nein, natürlich kann ich das nicht einfach tippen. 6, 9. Keine Ahnung, welche mit dem. Sir, you are trespassing. Fuck. Oh, der hat eine scheiße Pistole. Oh, ich glaube, ich muss diesen Typen doch aus dem Leben nehmen. Aber das war natürlich auch gerade unfassbar dumm. Ich wusste nicht, dass der Typ wieder reinkommt aus seinem Büro. Also ich habe gerade aus Versehen einen geheimen Moment im Security-Büro gemacht. Naja gut, wir sind aber weitergekommen, nicht wahr?